Tür, die Klinke bewegt sich, ich liege noch immer wach. Ein Spalt öffnet sich, Licht fällt herein. Ich höre dich atmen, dein Schatten auf mir, zum Kämpfen bin ich zu schwach. Ich kann nicht entkommen, doch du hörst mich nicht weinen. Ich kann dir verzeihen, dass du geschlagen hast. Die Narben verstecke ich irgendwie. Kann die Angst vergessen, wenn du mit mir alleine warst. Aber dein Lachen vergesse ich nie. Deine Hände so grob und kalt wie ein Grab, die Macht deiner Grausamkeit, die du in blinder Rage genießt. Die Uhr auf dem Tisch, dein lederner Gürtel liegt im Ergriff bereit. Ich kenn das Geräusch, wenn du die Tür abschließt. Ich kann dir verzeihen, dass du geschlagen hast. Die Narben verstecke ich. Verstecke ich irgendwie, kann die Angst vergessen, wenn du mit mir alleine warst. Aber dein Lachen vergesse ich nie. Ich kann dir verzeihen, dass du geschlagen hast. Die Narben verstecke ich. Nee.
Ich bin Peter Hinterecker, Obmann und Mitglied beim Männerchor Lautrach. Wir sind ein Kulturverein aus dem Vorarlberger Unterland mit langer Tradition. Im Jahr 2025 feiern wir das 100-jährige Vereinsjubiläum. Wir haben derzeit 40 Chormitglieder im Alter von 29 Jahren hinauf bis sogar zu einem 87-Jährigen. Wir proben einmal wöchentlich und wir machen übers Jahr mehrere abwechslungsreiche Chorauftritte und lassen dabei auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Informationen über unseren Verein gibt es auf der Webseite www.männerchor-lautrach.at. Wer Freude und Spaß am Singen hat, ist gerne willkommen. Es gibt im Grunde genommen eigentlich nur eine Voraussetzung für die Chormitgliedschaft beim Männerchor. Sie müssen ein Mann sein. Wir machen Fernsehen. Fürs Ländle. Und Lüt. Politisch unabhängig. Fürs Ländle. Und Lüt. Sport. Fürs Ländle. Und Lüt. Täglich aktuell. Fürs Ländle. Und Lüt.